Hallo alle zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge Let's Play Total War Attila mit den Weströmern. In der letzten Folge haben wir Syrakus verloren und haben noch eine andere spanische Stadt retten können vor der Eroberung. Jetzt müssen wir uns aber daran halten, möglichst schnell Syrakus zurückzuerobern, damit wir hier unsere Stadt wieder einnehmen können. Wir haben aber auch ein ganz schönes Nahrungsmittelproblem, deswegen müssen wir da jetzt ein bisschen dran arbeiten. Wir hatten bis vor kurzem ein ganz schönes Geldproblem und ich weiß auch wieso. Weil Mediolanum belagert wurde und Mediolanum ist einer unserer wichtigsten Handelsträger anscheinend. Und ich habe gerade mal kurz eigentlich nur gucken wollen, was die Separatisten hier für Einheiten mit dabei haben und habe deswegen einfach mal kurz einen Angriffsbefehl gesetzt. Daraufhin ist das Geld mal gerade wieder in die Höhe gesprungen, also muss ich mir jetzt weniger Sorgen machen. Puh. Ein Vorteil schon mal. Wir müssen jetzt versuchen, so schnell wie möglich Geld gut zu machen. Das heißt also, wir gucken uns jetzt wirklich jede Provinz am Einzelnen an. Nicht Geld, Nahrung meine ich jetzt. Gucken uns mal jede einzelne Provinz an, gucken genau nach, wo wir da irgendwo vielleicht noch was verbessern können vom System her. Wir könnten hier zum Beispiel unsere Weizenfelder erweitern. Lohnt sich aber nicht, wir kriegen nämlich nur 130 Stationen plus Fruchtbarkeitsstufe 26 vor Ort. Lohnt sich für uns jetzt momentan nicht. Wir müssen wirklich so viel wie möglich holen. Was geht? Hier drüben haben wir jetzt insgesamt 24. Wenn wir jetzt aber hier ausbauen, könnten wir mal eben deutlich voransteigen. 54 wäre ungefähr eine Verdopplung. Aber wir sehen, ist es immer noch zu wenig alles. Das ist ein ganz schönes Problem momentan. Und da müssen wir uns erstmal hier gegen wehren. Meine Maus muss hier gerade mal. So, gut, jetzt ist wieder okay hier. Okay. Wir könnten aber auch hier einfach neue Felder ansetzen, aber wir sehen hier 24. Bringt uns das hier nur in Spanien, in Cartaginensis, und das ist nicht gerade schön. Hier drüben verdienen wir auch nicht wirklich viel damit. Und hier sieht schon wieder ein bisschen besser aus, aber auch nicht wirklich viel. Das ist echt viel zu wenig, was wir bekommen. Durch Weizenfelder können wir immer noch ausbauen auf eine 90er Stufe. Wenn wir jetzt auch mal gucken hier, was haben wir denn hier für eine Fruchtbarkeitsstufe in Caralis? Was ist das? Ich glaube, das war das hier. Nee. Nein. Ja, wir haben reich. Das ist nicht schlecht. Hier drüben haben wir natürlich ein bisschen schlechter. Hier haben wir auch wieder reich. Also wir müssen jetzt aufpassen, welche Provinzen wir gehen, wo wir damit bauen. Am besten wäre es natürlich hier Lusitania, Gallica, Italia, Venezia, Liguria, Narbonensis und Aquitania. Also der Rest lohnt sich für uns so prinzipiell nicht wirklich. Nicht wirklich gut. Von daher, gut. Ach, die haben sich hier die Provinz geschnappt. Die Mauri. So eine Arschlöcher aber auch. Wie ist er denn verwüstet? Okay. Naja. Naja. Gehen wir wieder zurück. Also gucken wir weiter durch. Italia. Wir können hier Cornelius Town ausbauen. Und, warte mal, er hat irgendwie was zum Namen gesagt. Den können wir mal ausbauen hier. Ne? Umändern. Wo ist denn das nochmal gewesen? Hier. Hier? Hier war das. Cornelius Town. Boah, ich weiß gar nicht mehr, was er da gesagt hat. Die wollte irgendwie, was er, eher römisches haben. Wir nennen es einfach mal Campus Cornelii oder sowas. Könnte man ja machen. Das klingt ja noch relativ akzeptabel. Ich glaube, da werdet ihr euch mal nicht beschweren. Okay. Campus Cornelii oder Cornelii. Geht ja eigentlich auch. So, Campus Corn. Nö, nicht Korn. Nicht Campus Corn. Cornelii. So, das sieht ja richtig scheiße aus. Aber egal, erfüllt seinen Zweck. Was haben wir für ein Gebäudeunterhalt? Hier haben wir ein Gebäudeunterhalt in Roma. Welches Gebäude ist denn das? Nein. Nein. Du bist es hier. Eigentlich Patriarchenkirche. Habe ich schon fast überlegen, ob wir die abreißen, weil da könnten wir was anderes nehmen. Kostet ja noch Geld. Da könnten wir auch mal gucken. Da könnten wir auch später Geld sparen an den ganzen Kirchengebäuden anscheinend. Die wirklich viel kosten. Unterhaltskosten. Ja, die Gebäude kosten wirklich was hier. Okay, gut. Also, ich habe mal gerade eben herausgefunden, dass wir Geld sparen können, indem wir die Kirchen abreißen. Das ist immer schön zu wissen. Gibt es denn alternative Gebäude, andere Religionen, die wir übernehmen können? Wir können nur christlich machen, weil wir momentan christlich getrimmt sind anscheinend. Wir sehen ja hier. Das ist ganz schön teuer. Wie sieht es in der Stadt aus? Das ist ja arschteuer hier. Das ist ja richtig arschteuer. Gut, wir werden also die ganzen christlichen Gebäude hier abreißen müssen. Die kosten uns einfach zu viel. Das lohnt sich von uns nicht. Aber gut. Erst wieder zurück zu dem eigentlichen Problem. Wir müssen Nahrung bekommen. Wir können hier ausbauen. Wir bekommen dann 50 dazu. Das ist eine ganz schöne
Sümmchen. Ja. Wir haben aber hier drüben auch die Möglichkeit, einfach mal das Ding auszubauen, bekommen wir sofort auf Anhieb 40. Für 850 Dinare. Deswegen werden wir auch mal gleich Felder hier bauen. Weil wir sie schon haben, deswegen. Okay, Weizenfelder. Wir haben übrigens dasselbe wie da drüben auch. Jetzt ein Genobau oder hier ist eigentlich scheißegal. Okay, bauen wir mal Weizenfelder. Selbes Spiel machen wir hier auch nochmal. Jetzt haben wir zwar so kein Geld mehr, aber das ist okay. Ist okay so. Wir erforschen jetzt hier auch die Viehställe. Dadurch kriegen wir mehr Wohlstand aus Landwirtschaft, was auch geil wäre für uns. So, dich schicken wir hier rüber. Ich werde mich auf die noch ansetzen. Wir könnten jetzt Siskia angreifen. Ich könnte es auch ausrauben. Ich möchte es eigentlich Erwin besetzen. Die haben wir hier drüben allein auch Verluste. Warum? Hunger wahrscheinlich. Oder fremdes Gebiet. Das könnte es natürlich auch sein. Die hat viel Kavallerie, die Armee hier. Haben wir hier Nahrungsmittelprobleme? Haben wir auch. Ich muss mich erstmal nochmal zurückziehen. Ich kann es nicht anders machen, Leute. Ich brauche die Armeen jetzt hier im Herzen. Erstmal muss ich Illyrien erstmal wirklich aufgeben für den Moment. Ich werde da noch hin marschieren, definitiv. Okay. Guck mal, gibt es hier Söldner? Kavallerie. Wir können schon mal rüber marschieren. Die Armee ist in jedem Fall größer als die von ihm. Das ist unser Vorteil. Er hat keine Nahrungsmittelprobleme, das heißt, wir dürfen jetzt hier auch keine Männer verlieren. Das sehen wir, da. Okay, wir müssen auch sämtliche Rebellenarmeen hier noch vernichten, die sich hier rumtreiben. Die ganzen gallischen Rebellen hier zum Beispiel. Die jüdischen eigentlich auch noch. Dass hier drüben die Kaledonier kommen, gefällt mir zum Beispiel auch nicht. Okay. Und wir müssen auch hier hinten die weströmischen Rebellen zerschlagen. Machen wir mal gleich. Wir greifen die Rebellen jetzt ziemlich mal an. Wir werden die vertreiben und zerschlagen. Okay. Nochmal schaffst du es nicht, aber wir marschieren trotzdem in die Richtung schon mal. Okay. Mir war es wichtig, dass wir hier Aquitania behalten, wegen unserer kleinen Stadt hier drüben. Wegen Avaricum. Müssen wir gucken. Die ist mich wichtig wegen der Goldproduktion für mich. Gold bringt eine Menge. Geld. Richtig viel Geld. Ein Goldschmied, 1200. Die haben ganz schön Verarmung. Warte mal, dieses Gebäude ist ja in jedem Fall hier besser als das da oben. Die kleine Goldmine. Okay. Kriegen sie auch noch eine weitere Ressource. Achso, nee, wir bräuchten die Edelsteine, um das zu bauen. Okay, ah, gut. Na dann. Verstehe. Kriegen. Das ist nicht schlecht. So gehen wir jetzt auf die gallischen Rebellen drauf los. Gut, Leute, die Schlacht schlagen wir im Echtsein auch selber. Und damit ihr mich jetzt nicht auslacht, wieso, die gewinnst du doch so, dass du es auch automatisch machst. Ich möchte wirklich versuchen, keinen einzigen Mann zu verlieren dabei. Wir haben nämlich Fernkämpfer mit dabei, die können uns dahingehend helfen. Und die möchte ich eigentlich nur nutzen, um den zu gewinnen. Ärgerlicherweise hat er sich natürlich auch eingegraben. Ja, toll. Okay. Ist egal. Ich möchte so wenig Männer wie nur möglich verlieren beim automatischen Gefecht. Gehe ich davon aus, dass ich noch mehr verlieren würde, als ich müsste. Und ich möchte auch speziell die Fernkämpfer dafür einsetzen, um da einen Schaden zu machen. Denn er hat ja nur Palatine noch übrig und die Mitanei-Grenze machen. Die Peltasten machen da innerhalb von kurzer Zeit Schaschlik aus denen. Also das ist nicht das Problem. Abgesehen davon könnten wir auch die Chance gleich nutzen, euch mal ein Lager zu zeigen, wie das aussieht. Damit ihr mal seht, wie so ein Lager aussieht. Weil normalerweise, also gegen so eine Feldlager spielt man eher selten, gegen so ein Fort. Und da seht ihr sowas mal. Und habt vielleicht mal einen kleinen Eindruck, also Einblick dafür. Und das ist doch mal eine schöne Sache, um ehrlich zu sein. Und ich habe schon wieder, um ehrlich zu sein, gesagt. Und ich muss was unbedingt abgewöhnen, um ehrlich zu sein. Genau. Ich gebe mein Bestes, Leute. Ich glaube, in der letzten Folge habe ich das nicht einmal erwähnt. Zählt's doch einfach mal. Schreibt's in die Kommentare. Mal sehen, was dabei rauskommt. Abgesehen davon freue ich mich auch mal, endlich so einen Teil zu sehen. Hatte ich noch nie gemacht. Okay, bis hierhin. Nicht weiter.
So, dich werde ich richtig runterhocken. Muhaha. Dich werde ich richtig schön runterhocken hier. Muhaha. Und dich. Oh, das Ganze ist cool. Okay, dann gehen wir los. Wir gehen hier drauf los und spüren kurz vor. Deswegen werden wir natürlich zu 100% gewinnen, aber wäre ja peinlich, wenn nicht. Aber gut. Wie gesagt, so wenig Verluste wie nur möglich. Ich finde es richtig geil, dass der hier noch genau einen Schuss hat. Das haut mal richtig rein. Der hat sowieso schon Geschossschaden von 90. Haut das mal mega reinhauen hier. Wir sind dem Feind Okay. zahlenmäßig überlegen. So, schieß drauf. So, genau, einen Schuss bitte. Perfekt, da fallen auch schon die ersten. Da verliere ich doch ziemlich viele Männer, finde ich nicht gerade sehr schön hier. Echt nicht feierlich. So, Trupp Feike. Ja, gefällt mir nicht so sehr, aber okay. Na, das wird auch nicht mehr packen hier. Sag ich doch. Ihr General ist Perfekt. tot. Ein vernichtender Schlag. Und weg ist er. Und jetzt hier drüben drauf los. Doch ein bisschen zu viele Männer verloren, aber gut. Egal, wir haben aber wenigstens mal so ein Lager sehen können. Immerhin, eine Sache, die sich lohnt dafür. Bam. Jetzt kommt Feuer noch von hinten und frontal. Ja, der Trupp sollte feigen, noch schnell genug eigentlich. Perfekt. Gerade jetzt vor den Rücken zudreht. Und tot ist er. Schnell zumachen hier. Bevor noch mehr Männer verlieren hier. Leider zu viele Männer verloren. 155 auf 44 ist kein gutes Ergebnis, Leute. Das ist jetzt ein bisschen peinlich, aber okay. Immerhin, wir können sagen, wir haben uns mal so eine Belagerungsschlacht von einem Fort ansehen können. Konnten wir vorher noch nicht. Also immerhin hat es sich in gewissem Fall ja doch für uns gelohnt, oder? Nicht wahr? Zwinker. Gut. Jetzt werde ich sie zurückschicken in, also nahe der Hafenstadt, wo sich die Kaledonier gerade aufhalten. Einfach, um dann dort die Flotte abzufangen, die dort kommen könnte. Denn mit der Armee, die ich jetzt hier dabei habe im Schlepptau, sollte das machbar sein, die zu vernichten. Ich mache mir auch noch Sorgen um die, die an der Atlantikküste landen wollen. Also westlich quasi von mir, Frankreich. Da waren auch noch ein paar Schiffe, die zu Land kommen könnten. Und das wäre dann richtig bitter. Deswegen muss ich da bald überlegen, wie ich das mache. Ich brauche in Frankreich eine Armee, eine weitere. Das ist Fakt. Deswegen muss ich gucken, dass ich so schnell wie möglich Geld verdiene. Deswegen muss ich die Kirchengebäude abreißen. Die müssen weg. Die kosten zu viel. Ich könnte damit locker nochmal 1000 Dinare bis 2000 Dinare zusätzlich gewinnen. Und ich könnte andere Gebäude dafür reinstellen, die dann halt auch Zufriedenheit bringen, wie zum Beispiel ein Kolosseum oder sowas. Ist immer noch rentabler. War das alles? Wie kann ich dem römischen Volke dienen? Ah cool, er ist aufgestiegen. Das ist auch wieder eine gute Sache. Die Armee ist aufgestiegen, super. Das ist sehr geil. Das ist richtig geil. Das ist natürlich auch geil. Das ist auch sehr geil. Das ist auch geil. Cool. Alle gehen erstmal auf Bürgerpflicht, denn die Zufriedenheit kann man auch gut gebrauchen. So, wieso haben wir jetzt hier so eine schlechte Zufriedenheit? Militärisches Feuern kommt gut an. Präsenz. Wie kann ich Rom dienlich sein? Der kommt nicht weit. Shit, reicht nicht. Aber ist egal. Selbst wenn er die Schlacht gewinnen sollte hier gegen mich, kann ich ja noch immer noch kommen.
So, hier drüben sind zwei Flotten. Ebdani und nochmal die Jüten. Die könnten hier nach Torunum kommen. Wäre auch die schlauste Variante nach Bodigalla natürlich. Wenn ich Bodigalla verliere, wäre es echt bitter. Okay. Wir haben noch eine Armee, die kämpfen kann und will. Und zwar gegen die hier. Und die machen wir jetzt wirklich automatisch. Dann gehen wir aggressiv vor. Perfekt. Tot ist er. Wir müssen gucken, wie wir wieder Zufriedenheit aufbauen können, denn wir haben ein ganz schönes Problem durch die Verwüstung jetzt gehabt damit. Ich erwarte weitere Befehle. Wie kann ich Rom dienlich sein? Okay. Cool. Den brauchen wir auch, den Dux hier. Sorgt für mehr öffentliche Ordnung, das ist eine gute Sache. Perfekt. Ein bisschen öffentliche Ordnung kann nämlich nicht schaden. Visonzio hat auch gerade plus 20 wegen der Rebellion. Octodorum auch. Okay. Immerhin, wir haben schon mal einen kleinen Fortschritt gemacht. Die Armee kann nichts machen. Die hier hinten können auch nichts machen. Geld haben wir soweit alles aufgebraucht. Ich werde jetzt aber auch keine Gebäude abreißen, bevor ich nicht irgendwas machen kann dagegen. Gut. Nächste Runde wollen wir jetzt hier drüben die Rebellen angreifen. Müssen wir gucken, was ich mache. Salona wird mir auch noch weggeknüpft hier. Verlieren wir komplett Dalmatien. Pannonien sieht auch nicht gerade gut aus. Aber ich würde gerne noch Razia et Noricum halten wollen. Okay, gut. Also Leute, in der nächsten Folge wollen wir weitermachen mit den ganzen Diplomatie-Gedöns hier. Ich werde mich jetzt von euch verabschieden. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wie immer würde ich mich selber Kommentare von euch freuen, Meinungen, Tipps etc. Schreibt es doch rein. Telekinese kann ich nicht, deswegen freue ich mich jedes Mal, wenn ich sowas lesen kann. Und worüber ich mich auch sehr freuen würde, wäre ein Daumen nach oben und ein Abo, denn dann, Leute, weiß ich wirklich, was euch gefällt und ich kann darauf auch reagieren. Ich verabschiede mich jetzt wieder von euch. Wir sehen uns in der nächsten Folge mit den Investoren wieder. Ciao, bis zum nächsten Mal.